Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim, die Unendliche. Wir sind hier bei dem Quest Bruchstücke der Vergangenheit. Mittlerweile brauchen wir nämlich nur mehr ein Artefakt, nämlich bringe die Bruchstücke der Klinge von Meros Klinge in deinen Besitz. Und wir sind hier, schauen wir gleich nach, damit ihr auch wisst, wo das ist, nämlich hier bei der Festung. Ja, was für Festung? Aktueller Standort, haha. Toll. Aber wir zeigen euch das gleich einmal hier. Das ist die Festung, wie heißt die? Bruchzahn, genau. Und da müssen wir jetzt rein. So. Wir. Habt ihr gesehen, der hat sich jetzt gebeamt, der Junge. Cool. Ich nehme jetzt gleich einmal auch noch die. Das Schild in die Hand, um ein wenig Blocken zu leveln, und auf geht's da rein in die Festung mit der schönen Hintergrundmusik. Wir haben jetzt gekämpft bei dieser Musik. War ein wenig surreal, aber kam ja cool. Wir haben da hinten auch welche Beschwörer gefunden. Ein Herausforderer ist in der Nähe. Ist da jemand? No. Ihr hättet nie hergekommen. Seht ihr die Jungs? Da noch, ey. Was waren das jetzt alles? Das ging jetzt so rasch. Orkjäger. Aha. Die Pfeile nehmen wir, egal. Bärenpelze brauchen wir auch noch, ja. Und Fasanenbrust Gold. Die lassen wir jetzt auch mal weg. Wildbrett, Wolfspelz, Ziegenbein, Fellwolfspelz. Alles nix. Okay, wir checken mal den Raum. Ne? Und das mache ich jetzt in der Feld. In der First. First Person. Da gibt es ja nicht viel. Ja, die haben eigentlich viel Hunger und sonst nichts, die Jungs da. Da war der Eingang. Ein paar Zaubertränke, ja. Dieb der Tugend, das hatten wir doch schon, glaube ich. Der Tugend beschädigtes Buch. Ah, Schmarrn. Alter Wein und so weiter. Wir schauen da mal rein in den Schrank. Vielleicht gibt es da was Besonderes. Die schwarze Robe für nix und wieder nix. Verbranntes Buch und beschädigtes Buch. Na gut. Wozu die Jungs das brauchen, frage ich mich auch. Wo ist denn unser erstes Opfer? Der stand da jetzt und hat gegessen und ist auch schon wieder verschwunden. Irgendwo hat es da. Ah, da ist er. Sorry. Dietrich, nehmen wir Gold und den Rest lassen wir dahingestellt. Gut, die Jungs schlafen da am Boden. Coole Partie, ja. Vielleicht finden wir da irgendwo Salz und so Zeug. Aber das könnten wir uns auch sparen, oder? Ja. Der ist leer, der Beistelltisch. Da noch was Wichtiges. Das gelbe Buch der Rätsel, ja. Können wir nicht, nehmen wir mit. Und das nächste, Ahnen und die, ja, Dumme, ich glaube, das habe ich schon. Egal, mitgenommen, großer Sack, Salz, genau das. Passt uns ins Konzept. Kleine Sack hat auch Salz. Die wahre Parentia, Buch 2. Das glaube ich, irgendwas fehlt mir. Es gibt da die wahre Geschichte der Parentia und der das nehme ich auch mit. Gut. Stahlschwert brauchen wir nicht. Durchsuchen, Sack. Seht ihr? Es ist einmal noch und dann lassen wir das Zeug. So. Okay. Zurück und auf in den nächsten Raum. Na, husch, husch. Ich. Na gut, du riechst schon wieder, ja. Streng. Ihr sucht die Klinge. Da seid ihr nicht der Erste. Also,
Genug! Ergeben! Ergib's dich! Der läuft davon und ich kann's nicht mal sehen. Genug! Genug! Ergebe mich! Gut so! Gutzul! Wie hat er geheißen? Gutzul? Gumzul! Schauen wir mal. Gold, nicht so wenig. Schlüssel zur Bruchzahnschatzkammer. Die Rüstung, ja, ist nicht schlecht. Die lassen wir dir aber. Und der kommt auch nicht schlecht. Den nehmen wir mit. Haben wir noch genug Elfendolch auch noch. Und das ginge sich eigentlich auch aus. Die könnten wir dann eventuell verzaubern. Ah, Blödsinn, das machen wir uns dann selbst. So, wieder. Da ein Schlüssel. Noch Schlüssel, aha. Da drinnen Weizen. Aber das lassen wir jetzt. Das ist doch nicht mehr notwendig. Aber schlafen tun wir auch nicht. Kommode ist leer. Da die Truhe schnell. Eben jetzt brauchen wir Gold und Beschwörungszauber, pipapo. Ja, warum nicht? Egal, ist auch was wert. So, Zwergenhelm. Nehmen wir auch mit. Stahllicht, das ist ein Geldbeutel. Götter und Kulte, die wäre Valencia. Ahnen und Dumme, das kennen wir schon. Das kenne ich nicht. Nehmen. Die Wolfskönigin kenne ich auch nicht. Zufallsfehler. Aha. Das Firmament. Auch noch nicht. Und das, glaube ich, kennen wir schon. Das Leben des Uriel Septim. Die wahre Parenzia. Die wahre Parenzia. Ich nehme das einmal mit, wir können den ganzen Scheiß wieder verkaufen. Ja? Ahnen und Unmöhr, Götter und Kulte hatten wir schon. Da hinten ist noch ein Zaubertrank. So. Okay. Da sind wir. Der Kodex von Malakad, ein Söldnerleitfaden zu den Orkfestungen. Okay. Nehmen. Wo geht's denn jetzt weiter? Da stehen Stiefel. Cool. Ah, die Jungs, die kommen nicht da rauf. Okay, wir schauen da mal rauf. Ah, wir bleiben da, wir bleiben da, wir bleiben da. Nix. So, wo müssen wir da jetzt weiter? Höchstwahrscheinlich müssen wir doch darauf. So, Magie, Leute, das kommt dir wieder cool. Ja, hell sehen, nicht hell gut. Da kamen wir rein und da müssen wir weiter. Gut so. Oh, da geht's bergab. Ah, wir lassen das, gell? Hallo erstmal. Das für ein Alchemielabor. Die haben da ganz was Neues drauf. Cool. Logischer Dolch brauchen wir nicht. Kleinen Sack, der mal schaut. Salz passt. Und dann da oben Seelensteine, winziger. Und auch okay. Und Schneebären. Und Schneebären. Zaubertrank. Passt. So. Himmelsrand, da, ah ja, das war der untere Eingang, genau. So, und wie kann man wieder jetzt rein?
aktivieren Schalter, komm. Okay. So Leute, aber jetzt lasst mich da durch, bitte. Jetzt machen wir Bekanntschaft mit Orks und die sollen ja extrem hart drauf sein. Ich rieche Schwäche oder was? Da schreit gar keiner. Tremora Fürst. Wir haben da das Mordsgedränge hier. Hey, aufpassen! Ja, komm Wilkas, dann lass mich doch da vorbei. Komm. So, in der Third Person, da gibt es auch einen Schalter. Super, lauf rein da. Da schauen wir rein. Da gibt es so einiges. Wenn das jetzt schon alles war, haben wir Probleme, glaube ich. Wir müssen nämlich da ein Schwert finden. Geld ist immer wichtig, das nehmen wir mit. Und so wie ich das sehe, ist die halbe Festung steht da fast unterm Wasser. Also sie steht unter Wasser, Leute. Ich bin da gerade am Lesen, blöd. Gift und so Zeug und Eisendolch und Schrank, mal schauen. Rotblaue Blödsinn, nichts da, da auch nichts mehr. Okay. Ja Mensch, Wilkas, komm. Das ist das nächste. Ich glaube, wir müssen das Zeug durchsuchen. Auch das zu finden, ne? Die Jungs verabschieden sich wieder. Rüstball, leichte Rüstung. Ja, nehmen wir mit, verkaufen wir das Zeug. Da unten liegt nichts. Das hat jetzt so ausgesehen, als ob da Beine wären. Eine Rüstung und Durchsuchungsschrank. Kessel, Lederstreifen. Nix. Okay. Na bitte, komm. Das lassen wir dann auch gleich. Da ist noch eine Truhe, schnell. Gold ist schon okay. Da ein Helm und da hinten auch noch. Ah, das sind nur Säcke. Natürlich die leeren auch aufmachen. Typisch Doso. Egal. Da ist der Hebel und dann aktivieren wir das Zeug einmal. Ne? Und einen zweiten auch, nehme ich an. Herr Tremora. Da drinnen ist nichts Gefährliches. Ja, mit Sicherheit, Wilkas. Da sind... coole Fallen. Wo waren da Auslöser jetzt? Das war am Boden oder was? Probieren wir es kurz, ja. Na klar, und noch einmal. Die Richtung war schon okay, ja? Okay. Schlossknacken, gut. Gold und Eisenkriegsaxt, ja, der Blitze. Und schon genommen. Gut.
da ist auch so ein Spieß. Da ist dann nichts mehr. Und das sind die Jungs, ja. Die brauchen wir. Und irgendeine Falle ausgelöst. Na klar, alle schießen da auf uns. Aber das war's dann auch schon. Und jetzt nur noch schnell weg hier. Wildkers, komm, alter Freund. Raus hier. Naja, das war ja einfacher als gedacht, finde ich mal. Aber wir könnten da auf der Karte mal nachschauen, weil wir haben ja die Schatzkammer, oder war das jetzt der Schlüssel schon? Mamma mia, komm, lass mich da raus. Da ist eine Tür und da kommen wir dann raus. Und dann schauen wir gleich einmal auf der Karte nach, ob es dann noch irgendwas gibt. Nehme ich kurz auf der Himmelsrand. Bringe den Knauf, bringe die Bruchstücke, genau. Himmelsrand und Gewölbe abgeschlossen. Da sind wir jetzt rausgelaufen. Dann müsste das auch hinkommen. Wir werden da gleich durchstarten, nämlich da nach Himmelsrand. Und dann lassen wir uns dann gleich mit Schnellreise nach, wo war das? Dämmerstein verfrachten. Hm? Also eigentlich war das echt ein wenig traurig mit den Orks da. Das wollten wir nicht. Eigentlich sind die Orks ja recht cool unterwegs. Alle da? Nur Wildkers und Zerfallersack. Die laufen natürlich einen anderen Weg, ist ja klar. Karte und auf geht's nach Dämmerstein, ja? Komm, das machen wir noch, dann haben wir das in dieser Folge auch noch erledigt, hoffe ich. Wenn uns da nicht ein Drache wieder überrascht, aber wir sollten recht flott dann dahin laufen und das den Wachen überlassen. Ja, wie gesagt, Begleiter ausrüsten mit Zauberstäben, die Umgebungsschaden haben, ist nicht gut. Sollten wir darauf verzichten. Da steht da unser Pferd jetzt. Haben wir das mitgenommen? Wir machen da gleich einmal Licht. 5 Uhr und jetzt haben wir jetzt dann 3 Uhr. Ja, komm. Ja, genau so, das ist wahr. Wir müssen darüber ins Museum und das rasch, bevor da ein Drache spawnt. Und schauen wir mal, was der da, was der uns zu sagen hat. Der Silus, oh, falsche Hütte erwischt. Wie kann es anders sein? Silus Vesuius. Ob der uns eine coole Belohnung dafür gibt oder ob wir das wieder mitnehmen können. So, wir sind jetzt hier. Unversehrt. Sir Fallersack lebt noch. Und Silus Vesuius. Komm. Es ist seltsam, ein Heft zu halten, das nicht mit einem Dolch verbunden ist. Ja, ich weiß. Unsere Handwerksmeister sind nichts im Vergleich zur Vollkommenheit der Daedra. Seht euch diesen Glanz an. Hier ist euer Gold, wie versprochen. Jetzt fehlen nur noch die Teile der Schneide. Aufregend, oder? Ja, aber wie? Und ich habe die Bruchstücke auch noch gleich mitgebracht. Die legendäre Schärfe einer daedrischen Waffe. Großartig. Und hier ist eure Bezahlung für die Teile. Endlich halte ich alle Teile von Merynes Klinge in meinen Händen. Es wird Zeit, euch ein Geheimnis anzuvertrauen. Oh, oh. Es gibt ein viertes Teil. Die Schwertscheide in der Vitrine. Sie wurde für die Schneide hergestellt. Und das ist noch nicht alles. Ich weiß, wie alle Teile zusammengefügt werden. Wir müssen sie nur zum Schrein von Dagon bringen und den Fürsten des Wandels direkt kontaktieren. Meint ihr, Dagon wird die Klinge instand setzen? Das hört sich nach einer verdammt schlechten Idee an. Seit ich ein Junge war, spüre ich, dass etwas Schicksalhaftes die mythische Morgenröte umgibt
Und nun weiß ich, was es ist. Erkennt ihr es nicht? Das Schicksal hat euch zu mir und den Teilen geführt. Dagon muss uns antworten. Wir sind so nah dran. Wir treffen uns beim Schrein. Und fort war er. Okay, jetzt muss ich nur noch schauen, wo die Sachen sind. Hat er die jetzt alle mitgenommen? Verflixt und so genäht, natürlich, ja. Okay, Leute. Wie gesagt, das war schön hier. Wir haben da jetzt wieder einen neuen Quest. Ich glaub's ja nicht. Wo ist denn der Triff Silus beim Schrein? Na gut, das werden wir beim nächsten Mal machen. Wir machen hier noch einen kurzen Blick und verabschieden uns Sir Fowler Sack Nummer 2, Wilkers und Tosita, so wie ich ja, wünschen euch noch einen schönen Abend. Und ich hoffe, das wird beim nächsten Mal nicht so heftig. Euer Toso. Ciao.